Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Kostenloser Schutz auf Design in der EU. Ich bin Rolf Kleesen, Patentanwalt und Partner in der Kanzlei Freischem und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, was das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist und wie es sich von dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster unterscheidet. Ich erkläre in diesem Video, wie man EU-weit kostenlos Designschutz erhalten kann und gebe am Ende des Videos Tipps, ganz konkrete Tipps für sowohl den Inhaber der Rechte, also des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters und den potenziellen Verletzer. Wie erhalte ich also nun kostenlos Schutz auf mein Design? Was muss ich genau tun, damit ich diesen Schutz auch später erfolgreich durchsetzen kann? Wie kann ich mich als Händler beispielsweise gegen solche nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster wehren? Erst einmal vielleicht eine Begriffserklärung. Geschmacksmuster ist das gleiche Konzept wie ein Design. Bis vor kurzem hieß das deutsche Design auch Geschmacksmuster. Und das EU-weite Gemeinschaftsgeschmacksmuster, also das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, heißt auch EU-Design auf Englisch. Also es betrifft genau das gleiche Konzept. Design oder Geschmacksmuster ist im Wesentlichen das gleiche. Geschützt wird damit ein visueller Eindruck. Das heißt, ein EU-weites Gemeinschaftsgeschmacksmuster, nicht eingetragen oder eingetragen, schützt EU-weit einen ganz bestimmten visuellen Eindruck. Man erhält mit dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster 3 Jahre Schutz in der EU im Unterschied zum eingetragenen Geschmacksmuster, was 25 Jahre Schutz bietet. Ab dem Tag, an dem die betroffenen Geschäftskreise dieser betroffenen Branchen im normalen Geschäftsverlauf innerhalb der EU die Möglichkeit hatten, von diesem Design Kenntnis zu haben. Das ist in der Regel dann gegeben, wenn man dieses Design eben zum Beispiel auf einem großen Marktplatz wie Amazon vorstellt oder auf einer großen Leitmesse in diesem Bereich ausstellt. Dieser Designschutz über das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster hält also 3 Jahre im Unterschied zum eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster, was bis zu 25 Jahre verlängert werden kann. Und ein ganz wichtiger Unterschied ist die fehlende Neuheitsschonfrist. Bei einem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist die Veröffentlichung durch einen selbst, also durch den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger, unschädlich, wenn die Veröffentlichung 12 Monate vor dem Anmeldetag war. Bei nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern gibt es keine Neuheitsschonfrist. Das heißt, wenn einen Tag vorher jemand dieses Design, also auch man selbst, dieses Design irgendwo öffentlich gemacht hat, wo es eben im normalen Geschäftsverkehr nicht den Fachkreisen hätte zur Kenntnis kommen können, dann ist das neuheitsschädlich und dann kann man es nicht mehr durchsetzen. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass man keine Priorität in Anspruch nehmen kann, einmal in diesem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster, aber auch nicht in späterem Designschutz die Priorität dieses nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters in Anspruch nehmen kann. Zum Thema Priorität, was ein relativ komplexes Thema ist, habe ich auch ein extra Video gemacht, was ich unter diesem Video verlinkt habe. Das ist im Prinzip bedeutet Priorität, dass man den Zeitrang einer früheren Anmeldung für eine spätere Anmeldung in Anspruch nehmen kann. Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster schützt nur gegen ganz bewusste Nachahmungen eines Designs. Wenn jemand Drittes, also zufällig das gleiche Design oder ein sehr ähnliches Design gefunden hat und man nicht nachweisen kann, dass es eine absichtliche Nachahmung ist, dann kann man das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht gegen diesen Dritten durchsetzen. Das heißt, der Durchsetzer, der Rechteinhaber dieses nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist beweispflichtig, dass es sich um eine bewusste Nachahmung handelt. Im Unterschied zu eingetragenen Schutzrechten dürfen Gerichte auch nicht darauf vertrauen, dass dieses Schutzrecht rechtsbeständig ist. Das heißt, im Falle der Durchsetzung dieses Rechtes muss der Durchsetzer, also der Inhaber dieses nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, dem Gericht beweisen, dass er Rechteinhaber an diesem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist. Konkret muss man also im Wesentlichen beweisen, dass der Gegner das Design absichtlich nachgemacht hat, dass derjenige, der das Recht geltend macht, tatsächlich auch entweder der Entwerfer oder ein Rechtsnachfolger des Entwerfers ist und dass das Design neu ist und eine sogenannte Eigenart aufweist. Dies ging in einem kürzlich vom BGH verhandelten Fall
so weit, dass ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster in Deutschland nicht durchgesetzt werden konnte, weil derjenige, der das Recht geltend gemacht hat, also der Kläger, nicht zweifelsfrei beweisen konnte, dass er Rechtsnachfolger des Entwerfers ist oder beziehungsweise, dass er dieses Design auch tatsächlich entworfen hat. In dem Fall ging es um ein Bolero-Jäckchen und so heißt die Entscheidung auch. Hier also die wichtigsten Tipps für denjenigen, der ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster durchsetzen möchte. Der erste Tipp ist, dass man das Design, bevor man es eben bei Amazon anbietet oder auf einer Leitmesse ausstellt, nicht der Öffentlichkeit zeigt, also dass man keine neuheitsschädliche Veröffentlichung produziert. Man muss akribisch genau dokumentieren, dass die Rechte an dem Design vom Entwerfer auf den Kläger, auf den Durchsetzer übergegangen sind. Der dritte Tipp ist, dass man im Fall der Durchsetzung im Zweifelsfall eine Recherche nach älteren ähnlichen Designs durchführen muss, um eben dem Gericht darzulegen, dass es im sogenannten Formenschatz keine identischen älteren Designs gibt und keine Designs, gegenüber denen das eigene Design keine Eigenart hätte, weil man ja dem Gericht im Zweifelsfall nachweisen muss, dass das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster sowohl neu ist als auch eine Eigenart aufweist. Außerdem sollte man Beweise sammeln, die darauf hindeuten, dass der Verletzer das Design bewusst absichtlich nachgeahmt hat. Jetzt zu den Tipps für den potenziellen Verletzer. Der BGH hat die Hürden für die Durchsetzung von nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern sehr hoch gesetzt. Grundsätzlich kann man natürlich die Tipps für den Inhaber der Rechte auch für sich nutzen und da die Schwachpunkte schon erkennen. Zusätzlich kann man erstens herausfinden, ob der Rechteinhaber dieses Design vielleicht schon vor der Freischaltung des Angebots auf Amazon oder der Ausstellung auf der Leitmesse irgendwo gezeigt hat, zum Beispiel irgendwelchen Testpersonen. Und außerdem kann man vielleicht Material finden oder eben in Zweifel ziehen, dass der Kläger, derjenige, der das Recht geltend macht, eben nicht der Rechtsnachfolger vom Entwerfer ist. Das muss zweifelsfrei belegt werden. Und daran ist eben zum Beispiel der letzte Fall, der beim BGH behandelt wurde, eben zu diesem Bolero-Jäckchen gescheitert. Insgesamt hat der Inhaber eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters im Prinzip dieselben Rechte wie der Inhaber eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, mit dem Unterschied, dass das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster wesentlich schwerer durchsetzbar ist und durch diesen höheren Aufwand eben die Durchsetzung auch wesentlich teurer ist. Meine Empfehlung ist es daher, wenn es irgendwie möglich ist, ein Design anzumelden, also ein Geschmacksmuster anzumelden. EU-weit heißt es eben Gemeinschaftsgeschmacksmuster, deutschlandweit heißt es eingetragenes Design, damit man sich eben die Schwierigkeiten nachher bei der Durchsetzung einfach erspart. Außerdem hat man ja auch eine wesentlich längere Schutzdauer eben von 25 Jahren im Vergleich zu 3 Jahren. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, was das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.